Hallo allerseits, ich bin Bastian Drees, ich arbeite an der Technischen Informationsbibliothek, TIB, und will heute kurz was zu OSGEO-Konferenzaufzeichnungen im TIB-AV-Portal erzählen und zum AV-Portal insgesamt. Zunächst will ich erzählen, was ist die TIB, was ist das AV-Portal und was hat das alles mit den Konferenzaufzeichnungen oder allgemein mit wissenschaftlichen Videos im OSGEO-Kontext zu tun. Dann im zweiten Teil spreche ich ganz kurz einen groben Überblick, was tun mit wissenschaftlichen Videos, wie geht man damit um, wie geht man derzeit mit um, was ist der Status quo und was ist aus unserer Sicht Best Practice, wie kann man die Situation verbessern. Kurz zur TIB, die Technische Informationsbibliothek ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft und die Deutsche Zentrale Fachbibliothek für Technik und Naturwissenschaften und als solche die weltweit größte Bibliothek in ihren Fachbereichen. Sie versteht sich als Infrastruktureinrichtung für den gesamten wissenschaftlichen Arbeitsprozess und damit ist dann auch klar, dass es über den reinen Text hinausgeht, sondern eben auch um 3D-Objekte, Simulationen, Forschungsdaten, Videos etc. Aus diesem Grund gibt es an der TIB das sogenannte Kompetenzzentrum für nichttextuelle Materialien, das sich gerade um diese Materialien eben kümmert. Und in diesem Kontext wurde das AV-Portal entwickelt. Das AV-Portal ist eine webbasierte Plattform für wissenschaftliche Videos und wurde, wie gesagt, im Kompetenzzentrum für nichttextuelle Materialien zusammen mit dem Hasso-Plattner-Institut entwickelt und feiert jetzt demnächst ihren dritten Geburtstag. Die Vorteile gegenüber herkömmlichen Plattformen sind einmal die automatische Metadatenanreicherung und eben, wie schon gesagt, die Langzeitverfügbarkeit, insbesondere auch durch eine Vergabe von DOIs, den Digital Object Identifier. Aktuell sind etwas mehr als 9000 Videos im Portal, davon etwa 600-700 Videos mit einem OSGEO-Bezug. Zum größten Teil sind die Videos unter einer Open Access Lizenz. Die Metadaten gibt es als unter CC0 als Linked Open Data im RDF-Format runterzuladen und sind frei nachnutzbar. Die Videos sind inhaltlich zum einen eben Konferenzaufzeichnungen, aber auch Experimente, Supplemental Videos, Video Abstracts und so weiter. OSGEO, hatte ich schon gesagt, gibt es eine ganze Reihe. FOSGIS jetzt seit 2011 vollständig alle Videos. Phosphor-G auch einige, 2013, 15, 16. Seit neuestem auch die erste GrassGIS-Anwenderkonferenz von 2002 in Trento. Die Qualität, insbesondere die Bildqualität, ist eher so mittel, sagen wir mal. Aber das, da sieht man, wie sich das in den letzten 15 Jahren verändert hat. Und in diesem Jahr sind wir eben auch hier auf der FOSGIS in Passau und der Phosphor-G in Boston als Medienpartner vertreten. Darüber hinaus gibt es weitere Informationen zu TIB und insbesondere zum AV-Portal, sowohl im FOSGIS-Wiki als auch im Phosphor-G-Handbuch. Das ist so im Schnelldurchlauf TIB, AV-Portal und die OSGEO-Community FOSGIS. Damit zum zweiten Teil, was tun mit wissenschaftlichen Videos, das heißt nicht nur Konferenzvideos, sondern eben auch Visualisierung von Simulationen oder Experimenten etc. Typische Probleme beim Umgang mit diesen Videos sind, die meisten Leute laden sie irgendwo auf ihrer privaten Homepage hoch, bei YouTube, bei Vimeo oder sonst wo, auf irgendeine kommerzielle Plattform, sind wild verstreut. Einige haben die Videos auch nur auf ihrer privaten Festplatte und man bekommt sie auf Zuruf sozusagen. Die Auffindbarkeit, Recherchierbarkeit ist sehr schlecht und entsprechend werden diese Videos auch nicht sichtbar. Langzeitverfügbarkeit hatten wir schon angesprochen. Das sind mal zwei recht aktuelle
Beispiele von Phosphor-G-Konferenzen 2009 und 2015, die auf kommerziellen Plattformen waren und schon nach kurzer Zeit einfach die Videos verschwunden waren. Weitere Sache ist, will man solche Videos in wissenschaftlichen Arbeiten zitieren, ist das eben auf einer privaten Homepage oder auf einer bei YouTube schwer möglich. Nachnutzbarkeit ist nicht immer klar, wenn keine Lizenzangaben gemacht sind, was darf ich mit den Videos überhaupt machen? Und auch als Autor selbst, wie nutze ich die Videos? Ich habe zum Beispiel hier ein Bild von einer Simulation. Da ist ein Video von einer Minute Länge, anderthalb Minuten Länge. Und wie werden sie genutzt? Ich mache 6 Bilder davon und verwende die Bilder statt des Videos. Was im gedruckten Artikel nicht anders möglich ist, aber in digitaler Form natürlich auch anders denkbar wäre. Außerdem auch ein großes Problem ist, gerade solche Videos sprechen nicht für sich selbst. Also wenn ich so ein Video sehe, aber die zugehörigen Materialien dazu nicht habe, den Artikel, der dazu gehört, nicht habe, dann nützt mir dieses Video relativ wenig. Also brauche ich immer diese Verknüpfung zu dem entsprechenden zugehörigen Material. Auch das ist mit YouTube oder mit anderen Plattformen nur schwierig möglich. Deshalb auch direkt schon, was bietet jetzt das AV-Portal über die Langzeitverfügbarkeit hinaus. Da spreche ich zwar auch drüber. Das ist, deshalb dauert es auch ein bisschen länger, bis die Videos bei uns sind. Die Videos hier, die sind ja zum Teil jetzt schon bei YouTube von den Vorträgen, die vor 2 Stunden waren oder so. Bis sie im AV-Portal sind, dauert es ein bisschen länger, weil vorher noch einige weitere Schritte passieren. Die sind hier einmal kurz skizziert. Das ist zum einen die DOI-Vergabe, also die Vergabe des Digital Object Identifiers, und dann laufen weitere automatische Videoanalysen darüber. Das ist zum einen die Szenenerkennung. Das heißt, das Video wird in kleine Unterkapitel automatisch eingeteilt. Das kann man hier so ein bisschen an diesen Kästen unten, diesen automatisch erstellten Index sehen, wodurch das Video geclustert wird. Es läuft eine Spracherkennung drüber, das heißt, der gesprochene Text wird in daraus wird ein Sprachtranskript erstellt, das man hier auch bei dem rechten Reiter sich einmal anschauen kann. Es kommt immer auf die Tonqualität drauf an, wie gut das Sprachtranskript tatsächlich ist. Außerdem eine Texterkennung, das heißt, aller Text, der im Video vorkommt, wird außerdem ein Transkript erstellt und eine Bilderkennung. In diesem Fall zum Beispiel steht an irgendeiner Stelle, kann man wahrscheinlich nicht lesen, Salzburg, das wurde jetzt aus dem Text hier erkannt, und irgendwo Vorlesung, Konferenz, also das es wurde automatisch erkannt, es handelt sich hier um eine Konferenz. Danach wird aus diesen Sprach- und Texttranskripten werden automatisch Schlagworte extrahiert, die dann auch zeitgenau den vorher erstellten Segmenten zugeordnet werden. Das heißt, ich kann im gesprochenen Text suchen und sehe zum Beispiel, hier ist es rot gehighlightet, wo überall Open Source vorkommt. Also da habe ich nach Open Source gesucht und okay, ist ein Foskis-Video, also ist fast alles rot, überall kommt irgendwo was mit Open Source vor. Aber ich kann im Prinzip zielgenau an die Stelle springen, an der gerade dieses Thema behandelt wird. Genau. Langzeitverfügbarkeit hatte ich schon gesagt. Es werden DOIs vergeben. DOI ist ist ein Identifier, der dem Objekt selbst zugeordnet wird, nicht dem Ort, an dem das Objekt liegt. Das heißt, auch wenn sich die URL ändert, wenn die Objekte auf einen anderen Server umziehen etc., durch Eingabe der DOI komme ich immer wieder auf dieses Dokument an sich zurück. Das heißt, ich habe nicht das Problem, dass ich irgendwann mal tote Links habe, sondern mit DOIs kann ich tatsächlich das Video dauerhaft zitieren und es ist immer verfügbar. Das zum Beispiel für solche angesprochenen Video-Supplements und Video-Abstracts eine wichtige Geschichte. Hier ist ein
Videosupplement gezeigt, das eben mit einem DOI versehen ist. Im zugehörigen Material kann ich den zugehörigen Artikel angeben, der ebenfalls mit einem DOI versehen ist. Und auf der Artikelseite werden die Supplements, die Videosupplements mit DOI gezeigt. Und somit habe ich dieses Gesamtpaket Video und Artikel ist permanent verlinkt und bleibt zusammen, auch wenn Artikel oder Videos umziehen. Das Gleiche funktioniert natürlich auch mit den Konferenzvideos. Da ist hier jetzt zum Beispiel vom letzten Jahr ist der Konferenzband sowohl in Print als auch als PDF in den Begleitmaterialien der Videos verlinkt. Eine weitere Möglichkeit, was man mit den Videos im AV-Portal machen kann, das ist wahrscheinlich etwas unbekannter als der DOI, ist der Media Fragment Identifier, und der ermöglicht sekundengenaues Zitieren. Das heißt, hier haben wir ein Video Snapshots aus einem Video, wo ein Vulkanausbruch auf Island gezeigt wird. Und wir haben Snapshots, die jeweils einen Tag wiedergeben. Im Video selbst ist aber jeder dieser Tage 4 bis 5 Sekunden lang. Also das heißt, da passiert tatsächlich irgendwas. Diese Schwefelwolke breitet sich irgendwie aus. Das heißt, nur mit diesen Snapshots gehen entsprechend Informationen verloren. Ich kann jetzt aber bis zu dem Hashtag T ist der DOI, das heißt, der zitiert wie die ISBN ein Buch, zitiert hier der DOI das Video als Ganzes. Und wie die Seitenzahl in einem Buch ist alles, was ab Hashtag T folgt, zitiert dann das entsprechende Segment des Videos. Das heißt, der 20. September ist von 5 bis 9 Sekunden und so weiter. Und auf die Art und Weise kann ich eben wirklich einzelne Sekunden oder einzelne Segmente des Videos als Ganze in meinem wissenschaftlichen Artikel zitieren. Außerdem sind die Sachen noch ein bisschen sichtbar. Hier einmal ein paar Videos gezeigt. Man kann sie einmal im AV-Portal finden, man findet sie im TIB-Portal offensichtlich. Bei DataCite und aber auch in der Deutschen Digitalen Bibliothek. Man findet sie noch an ein paar anderen Stellen, aber das sind so die gängigsten. Genau, und damit komme ich auch schon zum Fazit. Wir haben es, wer eben mal in der Pause reingeschaut hat, hat hier dieses interessante Video laufen gesehen. Es ist ein Video, das auch im AV-Portal ist, dieses Jahr 30 Jahre alt wird. The Grass Story, The Adventure Begins. Eins der Highlights, abgesehen davon, dass es bunt und das Pentagon drin ist, ist, dass es von William Shatner, Captain Kirk, gesprochen wird. Und wer das alles noch nicht so kennt, hier Peter Löwe hat gerade einen schönen Blogbeitrag dazu im TIB-Blog geschrieben, passend zum Start der Vosges und zu William Shatners Geburtstag veröffentlicht. Und in diesem Video, das ist jetzt das Video im AV-Portal, da gibt es an dieser Stelle 1 Minute 49 bis 2 Minuten 1, sagt William Shatner, "So don't keep your information about soils, vegetation, roads or archaeological sites rolled up in map tubes or stuffed into drawers, keep it in a computer." Das war 1987, mittlerweile zeichnet wahrscheinlich keiner von euch mehr Karten mit der Hand, sondern nutzt schon den Computer, und entsprechend würde ich das jetzt auf 2017 übertragen und ein bisschen frei umformulieren und sagen, so don't keep your scientific videos, your simulations, your animations, your video tutorials and conference recordings rolled up in your private homepage or stuffed into commercial platforms, keep it in the TIB AV portal. Frei nach William Shatner. Gut, und dann habe ich jetzt noch 45 Sekunden, um noch kurz Werbung zu machen. Im Mai, 10. bis 11. Mai, findet in Hannover die Konferenz Software and Services for Science statt.
Kommt alle vorbei. Es geht um Software Sustainability. Wie kann ich Software referenzieren? Wie kann ich Software nachhaltig auffindbar machen? Im Grunde ähnliche Thematiken wie gerade über Videos. Geht es da um Software? Keynote spricht Edsape Besma, Professor am Institut für Geoinformatik in Münster. Und bis Ostern gibt es noch den Early Bird Tarif. Damit vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Sprecht uns an, wenn ihr Videos habt oder auch sonst. Folgt uns auf Twitter und vielen Dank. Super, Bastian. Vielen, vielen Dank.